Ob man nur etwas in der Bucht verhökern will oder die Modelleisenbahn des Nachbarn ablichten soll. Gute Objektfotografie ist immer wichtig. Und dafür zeigen wir euch heute drei Tipps aus unserem Programm bei FotoTV, die eure Bilder auf das nächste Level bringen. Hallo, ich bin Sebastian von FotoTV und ich habe heute drei spannende Tipps mitgebracht rund um das Thema Objektfotografie. Im ersten Ausschnitt zeigt euch unser Virtuose Eberhard Schui, wie ihr tolle Objektfotos mit dem vorhandenen Licht erstellt, und zwar indem ihr das Fensterlicht benutzt. Wie das geht, das seht ihr hier. Diesen Platz hier habe ich mir natürlich schon sehr überlegt ausgesucht, da wir hier ein sehr spezielles Licht haben. Also ich komme mal zu dem Fenster, das ist wohl überlegt, gut ausgesucht. Es ist ein Nordfenster. Das heißt, es geht zum Norden raus und es hat den großen Vorteil, dass hier in diesem Fenster nie die Sonne direkt reinstrahlt. Also ich habe hier nie ein hartes Licht, ich habe hier immer ein diffuses Licht. Ganz entscheidend für die Objektfotografie, zumindest bei solchen Aufnahmen. Manchmal wollen wir ja ein hartes Licht haben und dazu habe ich hier mal eine Taschenlampe, weil da sieht man den Unterschied sehr schön. Wenn wir vielleicht mal ganz kurz das Videolicht ausmachen. So, jetzt sieht man, was passiert. An einem normal hellen Tag wie heute kommt hier ein sehr diffuses Licht rein. Wir haben fast weiche Schatten. Und das Sonnenlicht, würde ich jetzt nach drüben an das andere Fenster gehen und die Sonne würde da reinscheinen, dann würde mein Licht so aussehen. Harte Schatten, extreme Kontraste, die ich alle wieder unter Kontrolle bringen muss über Aufhellen oder was auch immer, da kommen wir später dazu. Jetzt ist es mir wichtig, dass wir sehen, dass dieses Licht für eine solche Aufnahme nicht gut ist. Das will ich nicht haben. Das ist viel einfacher und macht das Objekt viel besser zu fotografieren, weil es viel mehr in einem weichen Licht gehüllt ist. Was ich hiermit zeigen wollte, so als kleines Fazit, ist, dass ein hartes Licht zwar sehr spannend sein kann, wir es uns aber dadurch oft auch schwer machen. Und gerade bei solchen klaren Sachaufnahmen, die wir erstmal haben wollen, ist es sinnvoll, wenn wir erstmal auch zum Einstieg die Lichtarten erkennen. Und es ist nicht nur einfacher, es ist auch sehr oft bei solchen Objekten viel schöner, wenn wir ein weiches Licht haben. Also, hartes Licht bedeutet immer sehr hohe Kontraste, viel Schatten, viel Licht. Weiches Licht bedeutet immer, dass diese Kontraste zueinander kommen, dass wir also die Schatten nicht mehr so intensiv schwarz sind, übertrieben gesprochen, und die Lichter nicht mehr so übertrieben weiß sind. Das heißt, ich bekomme ein harmonischeres Bild und damit kann ich besser umgehen. Und wie man es denn trotzdem spannend hinbekommt, hängt nur davon ab, wie wir unser Objekt positionieren. Und das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Was genaues Positionieren im Licht bedeutet, sieht man am besten, wie immer in der Fotografie. Und dazu werde ich jetzt Folgendes tun. Ich werde mal dieses Auto ein wenig zur Seite stellen und hole mir mal einen Holzklotz. Den habe ich mir mal bauen lassen anstatt des Zettelklotzes, den ich lange benutzt habe. Dieser neutral graue Holzklotz hat einen großen Vorteil. Ich sehe immer sehr schön, wie das Licht hier drauf fällt. So, und wenn ich jetzt weiß, dass von links mein Licht durch mein Fenster kommt, dann kann ich diesen Holzklotz so positionieren, dass ich hier drei Seiten sehe. Und jetzt macht es Sinn, wenn wir mal das Videolicht ausmachen und trotzdem eine Kamera mal hier zu mir kommt, weil dann können wir sehr schön sehen, welche Seiten dominant beleuchtet werden und welche Seiten im Licht vernachlässigt werden. Ich stehe jetzt hier mal an der Filmkamera, damit ich genau das sehe, was ihr auch seht. Und wir haben die Kamera so positioniert, dass sie direkt über meiner kleinen Fotokamera hier drüber wegfilmt. Und dann könnt ihr, glaube ich, sehr schön sehen, was ich meine. Also der Würfel, der neutral grau war, ich glaube, das hat man vorher gesehen, hat jetzt schon von, nur mal bitte auf die Helligkeitswerte schauen, hat jetzt schon von unserem schönen Fensterlicht eine Seite, die sehr hell ist. Die Oberseite ist etwas dunkler und die zum Licht abgewendete Seite ist nicht ganz schwarz. Das liegt auch an unserem weißen Hintergrund. Die ist dann noch dunkler. Das heißt, wir haben
pro Seite eine andere Helligkeit erreicht. Und wenn ich jetzt den Würfel noch ein bisschen drehe, dass meine dominante Seite, wir nehmen mal an, das hier wäre die wichtigste Seite, noch ein bisschen mehr zur Kamera kommt. Wunderbar. Jetzt wird die zwar ein bisschen dunkler, aber trotzdem die Unterschiede sind noch da. So etwa. Und man sieht wunderbar, wie wir eine Hauptseite haben und die anderen beiden Seiten, nämlich Oberseite und Seitenansicht, werden Nebenseiten. Nicht jedes Objekt sieht überall gut aus. Eine anständige Bildkomposition ist wichtiger, als man meint. Denn ein gutes Bild ist in der Objektfotografie mit Arbeit verbunden und selten ein Schnappschuss. Ein wichtiges Thema ist der Untergrund. Aber auch da hat Eberhard Schui ein paar Kniffe, die er in seiner langjährigen Erfahrung als Still-Life-Fotograf gelernt hat. Und euch zeigt er sie gerne. Diese mattierten Glasplatten, die ich sehr gerne für solche Still-Lifes nehme oder auch für solche Objektaufnahmen, bekommt man am besten im Bauhaus, wenn man dort diese rahmenlosen Bilderhalter holt. Und da gibt es immer die normalen mit den klaren Glasplatten und die sogenannten Anti-Reflex-Scheiben, die dann 20 Cent mehr kosten und die ein solch mattiertes Glas haben. Und was dieses mattierte Glas ausmacht, schauen wir uns jetzt an, indem ich einfach mal die erste Belichtung mache. Wieder mit weißem Untergrund und ansonsten ist alles wieder gleich geblieben. Hier sieht man jetzt, dass im Vergleich zu der klaren Scheibe nicht wirklich irgendetwas passiert, bis auf den ganz, ganz kleinen Unterschied, dass eventuelle Spiegelungen, die noch da sein könnten, hier ganz bestimmt nicht mehr da sind. Also das ist eine sehr gleiche, weiße, homogene Fläche, die wir da als Untergrund haben. Und bei einer klaren Platte kann da schon noch mal durch die eine oder andere Spiegelung was passieren. Da gibt es hier keine Chance. Das wird immer ganz gleichmäßig und sieht immer sehr, sehr sauber aus. Auch jetzt kommt hier natürlich die schwarze Platte drunter. So, und da mache ich die nächste Auslösung. Und da sieht man, was es denn wirklich ausmacht, wie hochwertig dieses Auto wirkt. Diese matte Spiegelung, die wirklich nicht mehr in Konkurrenz steht zum Auto, trotzdem als Untergrund praktisch wirkt und das Auto im wahrsten Sinne des Wortes präsentiert. Eine sehr, sehr saubere, sehr cleane Darstellung, die wir so in der Objektfotografie kriegen. Auch den können wir aber jetzt noch ein bisschen kontrastreicher machen, indem ich das tue, was ich eben auch getan habe, und die Spiegelung wieder wegnehme. Und dann sieht man, da muss ich jetzt relativ nah dran, dass der Hintergrund noch ein bisschen dunkler wird und das Auto auf eine ganz besondere Art, ja fast schon mit einem weich gezeichneten Hintergrund erscheint. Und ja, wenn man es einfach nur so zeigt, 80% der Leute, denen man dieses Bild so zeigen würde, würden sagen, ah, das ist im Photoshop gemacht, weil sie nicht auf die Idee kämen, dass das wirklich mit diesen weichen Verläufen so fotografiert wurde. Und ihr habt gesehen, wie einfach es ist, auf diese Art und Weise verschiedene Hintergründe nur mit zwei verschiedenen Glasplatten zu gestalten. Euch gefallen solche Videos? Dann schaut doch einmal auf fototv.de vorbei. Dort findet ihr über 3.500 Filme rund um das Thema Fotografie. Meldet euch kostenlos an und abonniert den Newsletter, dann schenken wir euch 5 Credits, um die ersten 5 Filme direkt zu streamen. Natürlich alles mit der Geld-Zurück-Garantie. Weiter geht's mit dem dritten Tipp. Und der ist weniger ein Tipp als ein Hinweis. Denn jeder von uns hat mindestens eine Taschenlampe zu Hause. Spätestens an eurem Smartphone werdet ihr fündig. Und wie ihr diese einsetzt, um bessere Objektfotos zu generieren, seht ihr hier. Ich war hier natürlich etwas vorbelastet, weil ich so ein kleines Auto hatte, das jetzt auch noch mal in der Still-Life-Fotografie eingebaut werden muss. Und mir fiel zu diesem Auto jetzt ganz spontan, eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, so eine Rallye ein, so eine klassische Rallye, die es schon ewig gibt, also Paris-Dakar. Und das war auch vom Untergrund wieder relativ einfach, weil die findet nun mal im Sand statt und Sand gibt es hier in diesem Studio auch immer als Untergrund. Und so habe ich dann mal da über diese Schiene so relativ schnell einen Aufbau gehabt, indem ich etwas Sand und das Auto inszeniert habe und dann mal die Schreibtischlampe rausgeholt habe und eine Schreibtischlampe da drauf gestellt habe.
Und da muss man sich ganz kurz mal so vor Augen führen, wie das Bild denn später aussehen soll. Bei mir ist natürlich klar, ich mag Licht, wenn es von oben links kommt und das Auto sich von dort wegbewegt. Und da möchte ich so ein ganz klein bisschen Dramatik erreichen. Aber ich habe nur eine Schreibtischlampe und aus diesem Grund müssen wir jetzt ein bisschen basteln. Und dabei, ja, lade ich euch alle ein, mir über die Schulter zu schauen. Kommen wir hier mal zum Set. Ich nehme das Auto nochmal weg. Und ich habe hier einfach so ein, wir haben immer diesen Quarzsand, den es im Bauhaus auch in großen Tüten gibt, den haben wir hier in so Kanistern. Nehmen wir eigentlich, um irgendwelche Dinge zu beschweren. In dem Fall ist es denn mein Hintergrund. Und ihr wisst ja, Rallye Paris-Dakar. Hier Paris, hier vorne Dakar. Das heißt, das Auto kann nur in diese Richtung fahren, wenn er sich nicht fürchterlich verfahren hat. Und kommt dann aus dem Licht hier raus. Und hier habe ich jetzt wirklich mit Absicht solche kleinen Hügel aufgeschüttet und solche Dinge besorgt. Das hat auch den Vorteil, ich bin jetzt mit der Hand dagegen gekommen, dass man da einfach noch mal ein bisschen draufschütten kann und da eben so ein bisschen modulieren kann. So, und jetzt habe ich so meine Atmosphäre aufgebaut und mein Set aufgebaut und weiß also, dass ich denn hier vorne irgendwo anschneiden werde und hier hinten irgendwo. Da ich nur das Licht von hinten habe, und zwar sehr brutal von hinten, werde ich nicht umhin kommen, als mit irgendwelchen Spiegeln gleich von hier vorne dafür zu sorgen, dass einmal hier vorne diese Kühlerhaube so ein bisschen Licht bekommt, damit das so ein bisschen spannend ist und auch da weiterführt ins Bild. Und über einen länglichen Spiegel, den ich mir gerade rausgesucht habe, werde ich dafür sorgen, dass wir hier vorne auch so ein bisschen Licht, so ein bisschen das Auto anstrahlen. So, das wird das Erste sein, was ich gleich genau einstelle. Und dann werden wir mit Abschattern, was ich jetzt mal mit der Hand so grob versuche, hier hinten dafür sorgen, dass das Licht in Streifen, als wenn hier verschiedene Scheinwerfer stehen würden, in Streifen hier wieder auf das Auto fällt. Diese Lampe müssen wir gleich mit Abschattern aufteilen in Einzellichter. Und zum Aufhellen, dann nehmen wir kleine Spiegel. Das tue ich jetzt hier. Dazu gibt es unterschiedliche Dinge, die wir hier haben, damit das alles nicht umfällt. Ich fange jetzt mal hier mit an und da sieht man, glaube ich, schon ganz schön, dass ich hier so den ersten Spiegel so reinstelle, dass der genau hier vorne auf die Kühlerhaube geht. Und der zweite, den kann ich vielleicht so in den Sand stellen. Der soll mir so ein bisschen die Seite aufhellen. Das wäre hier der richtige. Und da der nicht stehen bleibt, lege ich da irgendwas, das kann sonst was sein, lege ich da irgendwas dahinter, dass der einfach so erstmal stehen bleibt. Damit ist der Grund geschaffen. Mein Auto ist im Prinzip so weit im Licht. Ganz zum Schluss, wenn alles fertig wird, das weiß ich aber jetzt schon, werde ich dafür sorgen, dass wir ein schönes Gegenlicht hier irgendwo drauf bekommen, was nochmal für die Dynamik sorgt, was nochmal ein Gegenlichtsituation beibringt, damit das Ganze sehr spannend wird. Das macht doch Lust auf mehr, oder? Also geht auf fototv.de, meldet euch kostenlos an und fangt heute noch an, besser zu werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal und liked das Video. Vergesst nicht, die Glocke anzutippen. So bekommt ihr immer mit, wenn wir einen neuen Film hochladen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.